Hallo und herzlich willkommen zurück zu Tomb Raider 4. Wir müssen jetzt irgendwie durch diese Falle hier kommen. Und ich habe noch keine Ahnung, wie das genau gehen soll. Und wie ich hier hochkommen soll. Denn das scheint ja nicht so ganz auf normalem Wege zu gehen. Und ich kann hier doch wahrscheinlich auch nichts irgendwie verschieben. Nee, sieht nicht so aus. Ja, höchstwahrscheinlich muss ich mich irgendwie dahin schwingen. Ich versuche vielleicht doch mal. Wenn ich irgendwie. Ach, nein. Gott, Lara. Ob man nicht irgendwie doch da rankommt? Nee. Da zumindest nicht. Hier wahrscheinlich auch nicht, wenn man da irgendwie. Nee. Nee, das ist, glaube ich, nicht so gedacht. Oh Gott, aber wie soll sie denn noch höher schwingen? So, noch einen Schritt zurück. So, jetzt aber. Okay, ah, Gott. So, andere Seite. Oder muss ich ein bisschen mehr an die eine Seite? Vielleicht geht es besser. Ich weiß es nicht. Weil sie schwingt ja fast bis an die Decke. Diese Kamerafahrt ist nämlich auch interessant. Da muss ich die Taste mal loslassen zum Weiterschwingen? Nee. Ich glaube, weiter kann sie nicht schwingen. Wenn mich nicht alles täuscht. Hey! Haha, okay. Das war doch gar nicht mal so schlecht. Oh, ist das nur ein Geheimnis? Nee, komm mal ein bisschen weiter hier hin. Okay. Aha, das sieht ein bisschen gefährlich aus. So, als würde dort etwas runterkommen. Huch. Was war das da? War das nur ein komischer Grafikfehler? So, einmal bitte speichern. Dann komme ich jetzt wie hier hoch? Gar nicht. Huch. Oder ist das doch von irgendwas hier? Keine Ahnung. Ah, okay. Okay, verstanden. Da kommt also sowas runter. Gott, muss ich da jetzt auch schon drauf achten? Oder wo? Ah, oh, okay. Okay. Geht's da weiter? Ja. Kommt das Ding bis hier hin? Das ist die Frage. Oh Gott. Ja, kommt es. Okay. Gut. Oh Gott. Ja, ich sollte vielleicht auch vorher gucken. Das wäre ganz gut. So, aber hier müsste ich doch erstmal sicher sein. So, wir warten jetzt, bis das Ding wieder herkommt. Okay, es hat mich verletzt. Ja, sehr gut. Das ist doch wunderbar. Und jetzt ist die Frage, was machen wir? Und ich nehme ein kleines Medipack. So, und jetzt ist die Frage, wo geht's weiter? Oh Gott, ja, da kommst du wieder. Da bin ich wieder fast tot. Okay, super. Ja, was mache ich von hier aus?
Ah, okay. Yes. Gut, das. Ah, oh Gott, hier oben geht's noch weiter. So, nochmal speichern. Dann hier wohl hoch. Aber kommt das Ding auch hier weit hin? Ja, kommt es. Ach, das geht einmal so rund. Oh mein Gott. Okay, ja, dann. Oh Gott, jetzt werde ich auch noch hier Zeit verschwenden und tot sein gleich. Nein, doch nicht. Okay. So, auf der anderen Seite. Ja, das war blöd. Okay, andere Seite ist, glaube ich, besser. So kommt es jetzt hier. Ja, es kommt jetzt. Okay. Gut, dann nimm die noch mal schnell mit. Hier, bitte. Okay, wow, das Ding kommt. Aber es ist. Ja, da sterbe ich auch. Ah! Gut, hätte ich mal doch ein bisschen Zeit genommen. So, aber wenn du da oben lang gehst, ist es ja hier noch gar kein Problem. So, und jetzt kann ich hier runter. Okay. Ist das denn auch safe? Und wie komme ich da jetzt runter? So nicht. So leider nicht. Gut. Aber dann dreh dich doch mal um. Dann darfst du zurückspringen und dich gleich festhalten. Okay, das ist aber auch ein bisschen blöd, oder? Wie komme ich da runter mit einem Sprung? Okay, ja, das. Oh Gott, das hat doch funktioniert. Ja, das war klar, dass hier was kommt. Das war eigentlich klar. Und bitte visier. Oh Gott, wie viele Hunde sind hier das? Ach du Scheiße. Hallo. Alle tot? Ja, wow, alle tot. Okay, Medipack. Und bitte speichern. Ja. Gut, dann geht's weiter. Was kommt hier? Ich spring da mal lieber drüber. So, und was ist hier unten? Oh, okay. Ich bin nicht in die Lava gefallen. Das ist schön. So. Dann sind das die MP. Uzi, oh ja, die Uzi. Die Uzi sind ziemlich cool. Yes. So, geht's da unten weiter? Gott. Okay. Ach so. Ach so. Okay, und jetzt bin ich hier. Wie hat das Ganze mir jetzt geholfen? Es hat sich doch jetzt nichts getan, oder? Ich habe ja keinen Hebel oder sowas geschaltet. Ich habe jetzt nur die Uzis. Und du gehst immer noch nicht, oder? Habe ich irgendwas übersehen? Weil das hier unten wird doch sicher immer noch ein bisschen gefährlich sein. Wir speichern mal neu. Huch, es passiert nichts. Wirklich?
wird doch jetzt was passieren. Du kannst mir doch nicht sagen, dass da jetzt nichts kommt, oder? Okay. Anscheinend doch. Naja, gut, aber dann hab ich wenigstens die Uzis und bin ziemlich zufrieden damit. So, wie benutzen wir das denn jetzt? Combine with, ja, with dem da, genau. So. Dann geht's weiter. Tot. Ich weiß, ich habe noch nicht viel Munition dafür, aber ganz ehrlich, das ist mir egal. Und die Munition ist schon weg. Was ist das da oben noch? Ist nur das Ding, ne, das aufgegangen ist. So. Okay. Ja, das. Okay, das war gar nicht mal so schlimm. Denn hier ist ein wenig Muni für die Uzis, oder? So, okay, hier ist so eine große Statue. Ich gehe mal auf der anderen Seite noch kurz lang. Schaue, was hier so ist. Ah, okay, ein Medipack. Sicher auch gut zu haben. Okay, gut. Und dann geht's jetzt auf welcher Seite runter am besten? Das ist die Frage. Ah, da geht's noch weiter. Dann gehen wir mal hier entlang. Kann ich da durchschießen? Nee. Wobei, vielleicht mit der Shotgun, aber ich glaube eigentlich nicht. Natürlich nicht. Da kommt jetzt was. Oder auch nicht? Nö. Ich finde es schade, dass unser Begleiter hier gar nicht mit uns redet oder uns nicht sagt, wer er ist oder es keine Einführung zu ihm gab. So, wir gehen mal hier lang. Aber die andere Seite ist auch spannend. Was ist da denn? Ich speichere mal und gehe dort hinein. So. Okay. Ah, was haben wir hier? Ein Medipack. Diese Ansicht. Ich hätte gedacht, wir fallen irgendwie in Wasser. Ah, aber guck mal, hier ist Wasser. Okay, da geht's lang. Ist hier noch irgendwas in der Ecke? Warte. Du solltest eigentlich nicht ins Wasser. Oder ist da. Ja. Ach, der Typ ist auf der anderen Seite. Okay. Müssen wir hier sowieso irgendwas machen? Was ist das denn? Für Feuer wahrscheinlich. Aber es sieht leicht weird aus.
Und die Wand sieht auch komisch aus hier, als könnte man da durch. Nee. Gut, dann müssen wir wohl auf die andere Seite. Sonst ist in diesem kleinen Pool hier nichts. Nee. Gut. Dann rüsten wir uns wieder aus und gehen ohne unseren Begleiter erstmal weiter. Das reimt sich sogar. Kann ich da jetzt durch? Nee. Ich dachte, es wäre irgendwas anderes. Okay, ich schieße einfach überall drauf. Aber sonst würde sie es ja auch anvisieren, oder nicht? Okay, was ist hier zu tun? Anvisieren tut sie nichts. Dahinter ist ein Kelch. Da können wir da dran springen. Oder was kann sie damit machen? Nee. Ah, okay. Ohne springen. Und er macht jetzt das Licht an. Oh, das war gar kein Wasser. Ah, okay. Und jetzt leuchten die, wo wir drauf gehen sollen. Ah, okay. So, von hier kann ich da rüber springen. Ah, hat das funktioniert? Nee. Ah, okay, das muss in irgendeiner Reihenfolge geschehen anscheinend. Auch nicht. Ist aber irgendwie falsch. Ist irgendwie falsch. Wieso brennen die jetzt? Müssten ja eigentlich die anderen Teile brennen, oder? Oder muss ich irgendwas damit machen nochmal? Ich gehe nochmal runter. Ich weiß nicht. Ach so. Wie kam ich denn jetzt da hoch, wenn das eine. Oh Gott, wo bin ich denn jetzt? Ich bin noch woanders. Ich habe jetzt nicht gesehen, was sich getan hat. Okay, was ist das für eine Waffe eigentlich? Das war jetzt auch nur eine Shotgun, oder? Kommen wir wieder hier hin. Ah, okay, jetzt können wir das Ganze resetten. Verstanden. Gut, okay. Also, zuerst hier hin. Das sieht gut aus. Dann. Ach so, das geht dann aus. Hä? Wieso gehst du aus? Ja, Lara, warte mal. Wieso geht das aus? Okay, ach so, ich muss schnell genug sein, oder? Sonst fängt es an zu brennen. Kann das sein? Ich verstehe das nicht. So, dann fängt das andere an zu brennen.
Ach so, das ist die Reihenfolge. Kann das sein? Erst das, dann das, dann das. Was fängt dann an zu brennen? Oder verstehe ich das gerade falsch? Welches fängt an zu brennen? Vorhin haben doch vier gebrannt, oder nicht? Okay, so ganz habe ich es noch nicht verstanden. Ach so, und jetzt ist hier wieder zu. Warte. Wie sind wir denn jetzt darüber gekommen? Es war schon wieder hier rüber, ne? Hier zurück irgendwie. Okay. Komm, Lara, das kriegen wir jetzt noch hin. So, dann ist es wieder auf Null. So, dann sage ich jetzt eins. Nee, dann geht's wieder aus. Hä? Okay, du fängst an zu brennen. Dann gehe ich zuerst auf das da. Was ist, wenn ich jetzt auf was anderes gehe? Dann fängst du an zu brennen. Hä? Und wenn ich jetzt nichts mache, passiert auch nichts, oder? Das dritte anzubrennen, wenn ich darauf gehe. So, warte. Ich gehe zuerst jetzt mal auf das hier. Was passiert dann? Fängt das anzubrennen? Wenn ich jetzt darauf gehe, fängt das anzubrennen. Darauf gehe. Darauf. Nee, ich verstehe das nicht. Versuche jetzt bei jedem halt auf das Erste zu gehen. Nee. Ah, die müssen alle brennen, kann das sein? Kann es das sein, dass die alle brennen müssen? And now I fucked it up. So, warte, von dem hier hat welches gebrannt? Eins von beiden. So, nochmal. Wir gehen jetzt mal als erstes auf das hier. Fängt das hintere an zu brennen. Okay. Dann gehen wir auf das hier. Dann fängt das an zu brennen. Das ist gut. Dann gehen wir mal auf das hier. Aber das bringt doch, das bringt das andere zum Brennen. Shit. Okay, das ist. Aber welches bringt das hier vorne zum Brennen? Welches bringt das ganz vorne zum Brennen? Das hier? Nein. Das hier bringt das zum. Das bringt dich vorne zum Brennen. Und dann haben wir die beiden noch. Ja, blöd. Und dann brennen vier.
Das hier vorne brennt nicht. Also das war es nicht, das war es nicht. Okay, dann verstehe ich aber trotzdem die Reihenfolge nicht. Bringt das irgendwas von denen zum Brennen? Nee. Jetzt brennt das da. Okay. Gut, warte mal. Wir sagen jetzt mal, das ist es wirklich das Erste. So, das scheint nicht das Zweite zu sein. Aber habe ich nicht jetzt alles ausprobiert? Warte, wir sagen, du bist das Erste. Du bist das Zweite, nein. No comprendo. Oder bringt es irgendwas, wenn ich denn hier weitergehe? Kann ich das aus irgendwelchen Symbolen rausfiltern? Aber ich kann jetzt nicht nochmal nach unten. Okay, einmal probiere ich es noch. Und dann machen wir Schluss. Also, du brennst. Muss ich dann irgendwo hinspringen? Soll ich vorsichtig dahin springen? Nee, es geht wieder aus. Kann ich noch mal hin? Nee. Shit. Wieso gehst du nicht noch mal? Da muss ich noch mal zurück. Ich möchte das jetzt kapieren. So. Nein. Ja. Dann brennst du hier vorne. Du brennst irgendwie gar keinen. Doch, du brennst den da hinten, aber keiner brennt dich da vorne. Richtig. Richtig. Eine Sache probiere ich noch. Was ist jetzt, wenn ich hier vorne hingehe und dann weiter hierhin? Das hatte ich, glaube ich, schon. Bringt, glaube ich, nichts. Irgendwie muss ich noch die richtige Reihenfolge rausfinden. Bleibt nur das hier. Erzählt mir das auf dem Boden irgendwas?
Also hier in der Reihe sind zwei von diesen Skarabäen. Aber was bringt mir das? Gar nichts. Gut, Leute, ich würde sagen, in der nächsten Folge finden wir raus, wie das hier mit diesem Rätsel funktioniert. Und ja, dann geht's weiter. Bis dann.